Willkommen zu meinem Vortrag. Ich erzähle, wie schon mehrmals auf der Foskis, etwas über mein Hauptentwicklungsprojekt OSM to World, von dem ich immer noch der Maintainer bin. Und will ein bisschen über Neuigkeiten erzählen. Denn auch wenn es vielleicht nicht jeder schon gehört hat, ich habe seit der Foskis 2011, das war damals meine Einleitungsfolie, jeweils immer in irgendeiner Form etwas über OSM to World, 3D-Daten oder dergleichen auf der Foskis erzählt. Nun sieht man schon, seit damals den einfachen Klötzchenmodellen ist OSM to World mittlerweile etwas weitergekommen. Nichtsdestotrotz werde ich erstmal noch kurz ein paar einleitende Worte an diejenigen richten, die vielleicht noch nicht wissen, was OSM to World ist. Es handelt sich bei dem Programm um freie Software, die darauf ausgelegt ist, OpenStreetMap-Daten in 3D-Modelle zu konvertieren. Es hat auch Zusatzfunktionalität, zum Beispiel kann es 2D-Bilder rendern, die eine dreidimensionale Welt zeigen, aber der Kern des Programms liegt eindeutig auf der Funktionalität, 3D-Modelle zu erzeugen, nicht etwa sie anzuzeigen. Die 3D-Modelle, die auf diese Weise aus verschiedenen Datenformaten der OSM-Welt erzeugt werden können, werden exportiert in Programme, die ganz unterschiedliche Zwecke erfüllen. Zum Beispiel kann man einen Export in Modeling-Programme vornehmen, indem man die Daten als OBJ exportiert. Das ist ein gängiges Format für 3D-Modeling-Programme wie Blender. Man kann sie direkt als PNG exportieren, wenn man einfach nur ein Bild von einer dreidimensionalen Szene haben möchte. Man kann sie ins Format für den ProfRenderer exportieren und noch ein bisschen mehr. Der ProfRenderer kann Bilder via Raytracing erzeugen. Das ist zum Beispiel ein über OSM to World erzeugter Szenenausschnitt. Oder hier ein kleiner Teil der OpenStreetMap-Welt als 3D-Modelle im Programm Blender, das ein 3D-Modeller für fortgeschrittene Anwender ist. OSM to World besteht aus ein paar Komponenten. Einmal einer grafischen Oberfläche, das ist einfach eine lokal installierte Anwendung, mit denen man OSM-Dateien laden kann, einschließlich übrigens Output, den man einfach durch Speichern von Dateien in JOSM erzeugen kann. Das ist manchmal die einfachste Methode, an OSM-Daten zu kommen, und es ermöglicht auch, während des Editierens der Daten Objekte bereits mal in 3D zu rendern, damit man sehen kann, ob man vielleicht beim 3D-Tagging einen Fehler gemacht hat. Es stellt auch die generierten Modelle in der grafischen Oberfläche dann dar, mittels OpenGL. Im Grunde das Mittel der Wahl, wenn man plattformunabhängige 3D-Darstellung erreichen will. Und ermöglicht freie Kameraplatzierung und Navigation. Also man kann sich um die erzeugten Modelle herum bewegen, sie von allen Seiten ansehen, fotografieren etc. Und man kann auch aus der grafischen Oberfläche heraus den Export in alle Formate ansprechen. So sieht die Oberfläche aus. Also der Hauptbestandteil ist eigentlich das Bild der 3D-Szene, in dem man navigieren kann. Und oben gibt es noch ein paar kleine Menüpunkte, mit denen man Exportfunktionalität, Dateien laden und Kamerapositionierung und dergleichen mehr ansprechen kann. Eine Alternative zur grafischen Oberfläche ist OSM to World über die Kommandozeile zu bedienen. Das bietet sich dann an, wenn man nicht nur eine OSM-Datei verarbeiten will, sondern viele, oder wenn man öfter OSM-Dateien automatisch verarbeiten will, oder wenn man OSM to World als eine Komponente für Rendering verwenden will. Die Konfiguration von OSM to World, also wie die Objekte aussehen sollen, welche Texturen verwendet werden, welche Baumdichte in Wäldern angenommen werden soll und dergleichen mehr, kann man über eine
Stildatei konfigurieren. Die ist noch relativ einfach verglichen mit Stildateien für gängige 2D-Renderer. Man kann nicht alles konfigurieren, was man sich wünschen würde vielleicht, aber das ist etwas, das auch kontinuierlich ausgebaut wird, die Flexibilität des Renderings. Dann gibt es noch OSM-to-World Maps. Das ist etwas, was viele vielleicht auch schon gesehen haben. Das ist diese Flippy Map, auf der man 3D-Gebäude und Straßen sieht. Und das ist auch die Flippy Map, die immer extrem langsam aktualisiert wird. Es ist nicht wirklich 3D in dem Sinne, dass man sich nicht frei bewegen kann. Es gibt 4 Kameraperspektiven von Nord, Süd, West, Ost. Und die 3D-Darstellung besteht eigentlich nur darin, dass durch eine isometrische Perspektive eben ein Pseudo-3D vorgegaukelt wird, obwohl es sich eigentlich um zweidimensionale PNG-Bilder handelt. Diese Karte wurde ursprünglich ins Leben gerufen, weil man eben ja eine Möglichkeit haben möchte, um zu sehen, was OSM2World denn eigentlich schon kann und was es liefert mit bestimmten Daten. Und damals war kein Anzeigeprogramm wirklich geeignet, um die OSM2World-Objekte direkt in echten 3D darzustellen. Dinge wie WebGL und dergleichen gab es noch nicht in ausgereifter Form. Und da lag eben der Griff zu Open Layers nahe. Man rendert die Sachen in 2D und kann sie auf diese Weise mit einer fertigen Bibliothek sichtbar machen. Die Karte ist verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen extra Gebieten, die auf Wunsch von Mappern ergänzt wurden. Die Karte kann die unterschiedlichsten Gegenden rendern, von Küstenlinien-Rendering bis zu dicht bebauten Städten. Und ist momentan die einzige Möglichkeit, außer Screenshots, online OSM2World Output zu sehen. So, das war ein paar Worte zu OSM2World, aber eigentlich heißt der Vortrag ja Neues von OSM2World. Und das Neue kommt jetzt. Was OSM2World schon länger kann, ist Texturspeicher zu sparen, indem es zum Beispiel nicht eine Textur für rote Mauer mit Fenster und eine Textur für blaue Mauer mit Fenster etc. hat, sondern indem es Objekte mit mehreren Texturen übereinander darstellen kann. Sogenanntes Multi-Texturing. Das ist ein typisches Beispiel, das umgesetzt wird durch eine Textur von einer verputzten Hauswand über eine Textur von einem Fenster und zusätzlich einen Farbwert, der in OSM getaggt ist und der nicht als Textur vorliegt, sondern der während der Ausgabe in OpenGL durch das Programm ergänzt wird. Soweit so gut, ist eine relativ effiziente Methode, um eine Vielzahl von Kombinationen aus Wandmaterial, Wandfarbe, Fenstern und dergleichen darzustellen. Aber dann versucht man mal etwas Ungewöhnliches zu machen, zum Beispiel diese originelle Anwendung als Strecke in SuperTuxCAD, die mit OSM2World Gebäuden und Straßen bestückt ist. Und dann sieht man da hinten plötzlich Gebäude, die einfach nur weiß sind. Die sind aber tatsächlich in OpenStreetMap eigentlich detailliert getaggt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass manche Modeller und manche Programme eben etwas anders funktionieren und dieses Multi-Texturing nicht so unterstützen. Außerdem ist man auch ein bisschen durch das Dateiformat eingeschränkt. Wenn das Dateiformat kein Multi-Texturing bietet, was tun? Deshalb sind seit dem letzten Jahr einige Kompatibilitätsfeatures in OSM2World entstanden, die solche Probleme einigermaßen umgehen. Unter anderem für dieses konkrete Problem besteht das Kompatibilitätsfeature darin, dass OSM2World automatisch für jede Texturschicht
eine eigene Wand generiert. Also zwei Wände, die sehr nah voreinander stehen. Und da die vordere Wand eine Fenstertextur hat, die überall da transparent ist, wo kein Fenster ist, entsteht der gleiche Eindruck wie beim echten Multitexturing via OpenGL. Solche Workarounds werden wohl auch in Zukunft immer nötig sein, wenn es darum geht, die Kompatibilität zwischen verschiedenen Programmen, verschiedenen Dateiformaten herzustellen, die in subtiler Weise sich voneinander unterscheiden. Jetzt aber zu etwas, was nicht nur bestehende Funktionalität in anderen Programmen ermöglicht, sondern etwas komplett Neues. Bisher war ja beim 3D-Tagging eigentlich der Fokus in OpenStreetMap immer bei Gebäuden. Da gibt es schon viele Tags für Dachformen, für Gebäudeteile, für Wandmaterialien, für Wandfarben, für Stockwerkszahlen und so weiter. Aber es gibt ja eigentlich noch mehr in der Welt als nur Gebäude. Und da OpenStreetMap nicht umsonst OpenStreetMap heißt, sind die Straßendaten in OSM eigentlich auch eine gute Quelle für 3D-Darstellungen. Da gibt es eigentlich schon seit langem solche Tags wie Breite, Mittellinie, Oberfläche, Gehsteige, Straßen, Fahrradwege, Anzahl Spuren und dergleichen. Und natürlich ist das eigentlich eine Fundgrube für realistische Darstellung. Das heißt, OSM to World kann inzwischen diese ganzen Tags, die ich eben genannt habe, unterstützen und, was relativ neu dazugekommen ist, auch Fahrspuren mit durchgezogenen, gestrichelten Linien etc. und Abbiegepfeile. Dazu gibt es ein inzwischen als Proposal akzeptiertes Tagging-Schema mit dem Schlüssel Turnlanes, mit dem man eben das Layout der Abbiegespuren in OSM to World an eine beliebige Straße taggen kann. Was eigentlich auch schon in der Liste von unterstützt in OSM to World stehen sollte, als ich den Vortrag angemeldet hatte, was aber nun doch nicht rechtzeitig fertig geworden ist, ist die Berücksichtigung von Straßenflächen. Also die Möglichkeit, zusätzlich zu einer Linie für die Straße auch noch die exakte Fläche, die die Straße einnimmt, in OpenStreetMap einzutragen und das dann in einer 3D-Darstellung berücksichtigt zu haben. Denn gerade in Städten ist es oft nicht der Fall, dass jede Straße eine konstante Breite hat. Aber auch ohne die Straßenflächen sieht die Darstellung immerhin schon so aus. Man kann die Fahrspuren erkennen, man kann die Spurtrenner erkennen, man kann Gehsteige erkennen, inklusive Badsteine, die dank 3D auch einen kleinen Höhenunterschied ausmachen. Und das Ganze ist kontinuierlich in Entwicklung, also wird es auch bei der Straßendarstellung in nächster Zeit noch Fortschritte geben. Das Ganze ist auch so umgesetzt wie bei den Fenstern und Wandtexturen. Eine Straßentextur plus eine Textur von einem Abbiegepfeil oder von anderen Markierungen, zum Beispiel Zebrastreifen oder normale Fußgängerüberwege, ergibt dann eben eine Straße mit Fahrbahnmarkierungen. So, ein weiteres neues Feature, das ich hier erwähnen möchte, ist, dass bisher flache Gelände in OSM to World, das jetzt endlich ein wenig weniger flach wird. Ich habe auf der letzten Vosges zufällig meine Masterarbeit vorgestellt. Da ging es eben darum, 3D-Geländedaten in eine 3D-Darstellung von OpenStreetMap einzuarbeiten. Und zwar idealerweise so, dass nicht allein die extern gehosteten 3D-Daten die Höhendaten produzieren, sondern auch Informationen aus OSM, wie zum Beispiel ja, die Frage, ob ein Gebäude teilweise unterirdische Stockwerke hat und auf welchem Stockwerk die Eingänge sind, oder die Frage, ob eine Straße mit einer Steigung getaggt ist und so weiter. Die Idee dabei war, dass man
ein feineres Höhenmodell bekommt, als wenn man nur auf einem strikten Raster arbeitet und die meist recht groben Geodaten aus Satellitenmessungen oder dergleichen verwendet. Die gute Nachricht ist, dieser Code, den ich während der Masterarbeit geschrieben habe und hinterher noch verbessert habe, ist jetzt Teil der regulären veröffentlichten OSM2World-Version. Die schlechte Nachricht ist, dass es noch nicht so ganz funktioniert. Was relativ gut geht, ist einfach die klassische Umsetzung. Man nehme eine externe Datenquelle, wie zum Beispiel die SATM-Daten von der NASA, die fast weltweit verfügbar sind, und modelliere daraus eine Geländekurve und setze dann Gebäude und dergleichen einfach obendrauf, ohne Berücksichtigung von Informationen, die eventuell in OpenStreetMap noch bezüglich der Höhe vorlägen. Was noch nicht funktioniert, sind die Zusatzfeatures, die ich vorhin beschrieben habe. Aber ich denke, auch damit kann man schon relativ weit kommen, vor allem da viele andere Programme sich ohnehin sogar nur darauf beschränken. Wenn man dann das einarbeitet, dann bekommt man so etwas und hat endlich nicht mehr den Eindruck, dass das ganze Gebäudematerial nur auf einem Pfannkuchen steht. So, und natürlich gibt es noch viele andere Sachen, die zur OSM2World im letzten Jahr beigetragen wurden. Und zwar auch nicht nur von mir, denn dass ich hier alleine stehe, heißt nicht, dass ich OSM2World alleine entwickle. Deshalb, bevor ich zu ein paar Worten über die Zukunft von OSM2World komme, möchte ich erstmal mich noch bedanken, auch bei denjenigen, die Patches, Commits und so weiter zu OSM2World beigetragen haben. Gut, als abschließendes Kapitel noch ein paar Worte zur Zukunft von OSM2World, aber auch von 3D im Bereich von OpenStreetMap. Ein Thema, was hier im letzten Vortrag schon angesprochen wurde, ist WebGL. Kein Wunder, denn wahrscheinlich ist WebGL die Zukunft von 3D-Darstellungen im Web. Momentan gibt es ja bereits die SlippyMap, die ich angesprochen habe, und die nutzt kein WebGL, sondern klassische 2D-Tiles. Das heißt, die Architektur sieht so aus, ich habe OSM2World auf meinem Server, werfe dort OpenGL an, was ein bisschen ein Problem ist, weil Standard-Server haben nicht mal eine Grafikkarte, also besonders schnell ist das in der Regel nicht. Das spuckt PNG-Tiles aus und die landen dann im Browser, der sie nebeneinander anzeigt und man hat eine Pseudo-3D-Karte. Mit WebGL wäre es möglich, ohne OpenGL auf dem Server auszukommen und stattdessen die von OSM2World produzierten Daten direkt als Gebäudemeshes oder Straßenmeshes etc. an den Browser zu schicken, der sie dann selbst mit WebGL modelliert. Denkbar wäre auch der Ansatz, dass man OSM-Daten an den Browser schickt und der alles tut, also auch das, was OSM2World derzeit macht. Das ist etwas, was ich nicht verfolge. Wenn ich von WebGL rede im Zusammenhang mit OSM2World, dann stelle ich mir eine Lösung wie diese hier vor. Gut, wenn man so eine Lösung hätte, dass man tatsächlich OSM2World nur darauf beschränkt, Gebäudemeshes zu produzieren, Straßenmeshes zu produzieren, Bäume platzieren und so, dann könnte man endlich das Problem vermeiden unter Umständen, dass man zu selten Updates bekommt, denn das OpenGL frisst auch ein bisschen Zeit. Man könnte eventuell eine bessere Abdeckung bekommen, weil der momentane Renderprozess nicht on the fly funktioniert. Und man könnte vor allem endlich 3D voll ausnutzen, also Animationen einbauen, den Nutzer sich frei in der 3D-Szene bewegen lassen im Browser, Wettereffekte und dergleichen. Es gibt ja auch ein Projekt, das hier nicht genannt werden soll, das Wettereffekte und dergleichen bereits beherrscht. WebGL-Anbindung für OSM2World
da gibt es auch bereits ein paar Experimente, nicht nur von mir selbst, sondern auch von anderen Kommentatoren, die hoffentlich in der Zukunft irgendwann dazu führen, dass man 3D im Zusammenhang mit OSM to World voll im Browser ausnutzen kann. So, dann komme ich zum letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Die Frage, was tun, wenn man ein Gebäude wegen der Komplexität partout nicht in OSM mappen kann. Das ist vermutlich ein klassisches Beispiel. Wenn ich da für jeden Metallstrang einen eigenen Way zeichne, dann werde ich nicht so schnell fertig. Dafür gibt es prinzipiell die Möglichkeit, dafür eben von den parametrischen Modellen, also ich tagge irgendwas und dann rechnet mein Programm daraus ein 3D-Modell abzuweichen. Stattdessen könnte man von Hand modellierte Modelle verwenden, also der Möglichkeit, der Benutzer öffnet nicht seinen Chosen oder seinen ID, sondern eben Blender oder SketchUp und erstellt daraus ein von Hand gemachtes 3D-Modell, vielleicht sogar mit Fototexturen und erreicht so eine Detailtreue, die man wahrscheinlich nur mit OpenStreetMap-Daten niemals erreichen könnte. Da gibt es ein paar Probleme, zum Beispiel kann man einige Performance-Optimierungen nicht mehr nutzen, die man mit dem anderen Ansatz nutzen konnte. Aber letztlich führt daran wohl kein Weg vorbei bei einigen besonders komplexen Gebäuden. Ein erster Ansatz in der freien GIS-Community war Open Building Models. Open Building Models ist eine Datenbank, in die man solche von Hand gemachten Modelle hochladen kann. Und die gibt es auch schon seit 2012. Das Problem ist, es steht immer noch Beta auf der Seite und es fehlen leider immer noch Funktionen, die ich mir als Entwickler von einer 3D-darstellenden Anwendung wünschen würde. Wenn das behoben wäre, wäre das ein hervorragender Kandidat. Ansonsten gibt es noch außerhalb unserer schönen freien Nische das Google 3D-Warehouse, das seit kurzem Trimble 3D-Warehouse heißt, weil es verkauft wurde. Das war lange Zeit ein Lieferant für Google, um in Google Earth 3D-Modelle anzuzeigen. Mittlerweile versuchen sie, 3D-Modelle automatisch zu generieren und haben anscheinend keinen Bedarf mehr für die handgemachten Modelle, obwohl diese Teile deutlich besser aussehen als die automatisch generierten, und haben deshalb ihre Strategie weggeändert von SketchUp und dem 3D-Warehouse. Das könnte eine gute Gelegenheit sein für die OSM-Community, diese Lücke zu füllen. Denn wir wollen handgemachte Daten, wir wollen schöne, detaillierte Modelle. Aber da stehen natürlich noch einige Herausforderungen vor uns. Wenn man darüber mit anderen Entwicklern in der 3D-Community spricht, sind wir uns nicht einig über das Dateiformat. Es dauert natürlich auch noch etwas, bis Software wie OSM to World das kann. Es ist noch nicht ganz klar, wie die Verknüpfung zwischen OSM-Daten und diesem 3D-Model-DB aussehen soll. Der Umgang mit unterschiedlichen Anforderungen, also wenn der eine ein detaillierteres Modell haben will, der andere nicht, ist unklar und dergleichen. Um diese Probleme vielleicht ein bisschen zu bewältigen, gibt es morgen, auch in diesem Hörsaal, nachdem die Vorträge aus sind, ein Birds of a Feather zu genau diesem Thema, wo Interessierte sich darüber unterhalten können, was tun wir, damit in der freien Welt auch ein schönes 3D-Modellrepository gibt. Ich lade jeden herzlich ein, da hinzukommen. Ich werde auch da sein. Und erst einmal vielen Dank für jedermanns Aufmerksamkeit hier. Ja, recht vielen Dank. Ich habe gesehen, ich muss auch mal wieder vorbeischauen und meinen ersten virtuellen Berg erklimmen. Sind Fragen? Gar keine Fragen? Wo nimmst du Straßentexturen und Gebäudetexturen? Noch einmal bitte. Woher nimmst du Straßen- und Gebäudetexturen? Die Straßen- und Gebäudetexturen sind größtenteils solche, die wir einmal auf einen Aufruf im 3D-Forum von
OpenStreetMap hin gesammelt haben. Da haben Leute einfach... Du meinst den Ocean Wiki? Also der Aufruf war ein Forum und die Daten wurden dann, also die Texturen wurden dann ins Wiki hochgeladen. Die sind unter Public Domain und die und sind ein guter Grundstock. Ich habe die Frage an dich, würdest du es bevorzugen, dass dir jemand zur Hilfe kommt und bei der WebGL-Implementierung hilft, oder würdest du bevorzugen, dass wenn jetzt zum Beispiel das Open Web Globe von Martin auf OSM2World aufsetzen würde? Was wäre dir da lieber? Also meine Auffassung ist, dass ich gerne mit anderen Projekten kooperiere und dass ich auch eigentlich so viel zu tun habe mit OSM2World, dass es mir absolut lieber wäre, wenn sich jemand anderes um den Teil kümmern würde, der im Browser läuft. Ja, das war ein klares Statement. Dann nochmal recht herzlichen Dank.